Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Der Mai wird euch bestimmt gefallen. Ihr seid in eurem Element, denn interessante Gespräche und der Austausch zu außergewöhnlichen Themen führen zu tollen Flirts. Alle interessieren sich für das, was ihr zu sagen habt. Begegnungen über das Internet und Dating-Plattformen haben jetzt echtes Potenzial für euch. Bevor wir einsteigen, noch der Hinweis, dass es auch diesen Monat wieder was zu verlosen gibt. Bitte schaut rein am Ende des Videos, also dranbleiben. So, jetzt erstmal euer Erlebnishintergrund, also die Aspekte, die länger als nur den einen Monat wirken, wie die jetzt in diesem Monat für euch stehen. Da haben wir also zunächst den schönen Aspekt zu Glücksplanet Jupiter. Der steht hier für euch im 9. Haus und macht einen super Aspekt zur Wassermann-Sonne. Und das bringt Glück, Flirts, neue Begegnungen und neue Allianzen und außerdem die Lust, Pläne zu machen, weil er im Haus der Pläne steht, vor allen Dingen Reisepläne. Also ihr solltet dieses Jahr mit dieser Konstellation auf jeden Fall noch verreisen, noch vor dem Oktober, weil er dann ein Zeichen weiter wandert. Aber bis dahin habt ihr noch super zu eurer Sonne stehen. Und dann kommt in diesem Monat vom 7. bis 13. Mai auch noch ein schönes Trigon zu Mars dazu, der für euch im 5. Haus steht. Und das 5. Haus, da geht es unter anderem auch um Sex. Und wenn Mars und Jupiter in einer guten Konstellation stehen, dann ist das schon sehr heiß, um sich auf Flirts auch sexuell einzulassen. Und es kann auch sein, dass ihr auf Reisen tolle Leute kennenlernt. Wie gesagt, dieser Aspekt wirkt zwischen dem 7. und 13. Mai. Und das spüren insgesamt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 31. Januar und dem 6. Februar Geburtstag haben. Dann habt ihr ein schönes Sextil, also einen schönen Aspekt von eurem Herrscherplaneten Uranus. Steht hier günstig für euch im Zeichen Widder und vergrößert eure sowieso schon vorhandene Art, humorvoll und witzig zu sein und gute Ideen zu haben. Also das ist ja sowieso so ein bisschen im Zeichen Wassermann angelegt, aber das erfährt eben durch diesen Aspekt nochmal eine besondere Verstärkung. Und da steht eben diesen Monat auch die Venus dabei. Also das ist äußerst prickelnd zum Flirten und eben auch, um im Internet zu flirten. Und wenn ihr schon gebunden seid, dann könnt ihr diese Inspiration nutzen, um mit eurem Partner was zu unternehmen oder um den Herzallerliebsten einfach mal wieder neu in sich verliebt zu machen, weil ihr so schöne Ideen habt. Und diesen Aspekt spüren besonders in diesem Monat die Geburtstagskinder, die vom 12. bis 17. Februar Geburtstag haben. Dann haben wir Planet Saturn. Der ist ja so ein bisschen grummelig, nicht gerade ein Spaßplanet, steht aber gut zu euch, denn er steht im Zeichen Schütze und damit im günstigen Aspekt zur Wassermannsonne. Das bedeutet, dass die neu angefangenen Sachen oder auch die neuen Ideen, die ihr habt, auch später noch Substanz entwickeln. Ja? Also man kann nicht nur was Neues anfangen, sondern man kann eben auch was Dauerhaftes daraus manifestieren. Insofern habt ihr es da schon recht gut mit diesen Aspekten. Und da wird dann gegen Ende des Monats der Mars hier einen Spannungsaspekt dazu bilden. Da komme ich aber dann später noch dazu und das merken dann besonders diejenigen, die zwischen dem 12. und 18. Februar Geburtstag haben. Schließlich und endlich ist für euch sehr wichtig, dass ab diesem Monat, ab dem 9. Mai abends, der Mondknoten hier in den Löwen und damit in euer Partnerhaus gehen wird. Und da bleibt er bis Ende 2018 und das ist eine tolle Konstellation, um ganz wichtige Partnerschaften zu schließen, um neue Seelenpartnerschaften zu haben und wirklich Menschen ins Leben zu ziehen, die einem Türen öffnen und sehr, sehr wichtig sind für einen. Ist eben für euch im Partnerhaus und das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit. Diejenigen Wassermanngeborenen, die sich für Wiedergeburt und Past Life interessieren, für die ist das auch eine sehr interessante Konstellation, weil man kann in Kontakt kommen mit den Dingen, die man vielleicht aus einem vorherigen Leben schon mitgebracht hat. Denn wenn der aufsteigende Mondknoten im Löwen ist, dann heißt das, der absteigende ist im Wassermann. Das heißt also, für euch werden auch Themen wie Karma und Vergangenheit in den nächsten 2 Jahren ganz wichtig. Genau, aber darüber werden wir dann auch in den nächsten 2 Jahren noch öfter sprechen. Das geht ja jetzt nun gerade erst los und das spüren als erstes die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 19. Februar Geburtstag haben. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Dazu gucken wir uns nochmal den letzten Neumond an. Am 26.
4. findet der statt und der spielt sich bei euch im Haus der Familie ab. Also insofern lohnt es sich, den Mai über auch das Familienthema hochzuhalten und zu gucken, dass man sich mit Familienmitgliedern zusammentut. Oder vielleicht habt ihr auch Lust, umzuziehen oder in eurem Haus was zu machen. Frühjahrsputz, Renovierung, ja, also da kommt jetzt sozusagen Licht und Luft rein. Und das ist eine tolle Phase, um auch eben das eigene Heim wohnlich zu gestalten und Leute einzuladen. Solche Sachen stehen da auch unter guten Sternen. Es steht ein bisschen in Spannung zur Wassermannsonne. Die Stiersonne steht da in Spannung, das heißt, es ist auch wirklich so ein Drang, da was zu tun. Und wenn ihr das spürt und vielleicht auch ein Familienmitglied den Wunsch äußert, auch wenn ihr selber gar keine Lust habt, wäre es ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen und da auch was zu tun. Also, weil es eben eine Spannung ist, kann es auch sein, dass ihr das gar nicht wollt, aber lasst euch ruhig drauf ein, es wird euch gut tun. Genau. Und ihr könnt ja dann zum Neumond mal drüber nachdenken, was das Thema Heim und Familie jetzt so für Themen beinhaltet und was ihr da in den nächsten 4 Wochen unternehmen wollt. Dann haben wir ja den Tanz in den Mai am 30. Sehr spannende Konstellation, denn der Mars, der ja bei euch im Haus der Lebensfreude steht und euch da auch anheizt und auch Lust macht, was zu unternehmen und euch auch sexuell einzulassen, der bildet da eben eine Spannung hier zur wilden Lilith. Die steht jetzt bei euch im Haus der Freundschaft. Ist also ganz spannend. Da können sich vielleicht Affären ergeben, die vorher nur Freundschaften waren. Das geht zum Tanz in den Mai los und bleibt dann noch so in der ersten Maiwoche, diese Konstellation. Genau. Es kann auch sein, dass sich jemand aus dem Freundeskreis, eine Freundin vielleicht, Lilith sind oft wilde Frauen, plötzlich auf euch stürzt, wenn ihr Männer seid. Müsst ihr mal schauen, was sich da so ergibt. Und dann könnt ihr mir das ja auch zurückmelden mit einem Post hier auf YouTube. Mich interessiert das ja auch immer, wie sich das wirklich umsetzt dann in eurem Leben. Ist auf jeden Fall eine spannende und auch sehr kreative Konstellation. Und ich denke, ihr werdet Spaß haben zum Tanz in den Mai. Genau. Und dann am Anfang des Monats, wie gesagt, Sonne im Stier. Dann haben wir die Venus im Zeichen Widder, die ist ja dann auch wieder im Vorwärtsgang, auch einen guten Aspekt zur Wassermannsonne. Und diesen Aspekt spürt die erste Dekade vom 1. bis 10. Mai, die zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade dann vom 27. Mai bis 3. Juni. Ja, ihr habt dann also alle die Venus im schönen Aspekt zur Sonne. Und weil es ein Sextil ist, ist das so ein Freundschaftsaspekt, wo man auch gut Leute kennenlernen kann, wo man aber auch ein bisschen Initiative ergreifen muss. Ja? Deswegen, also geht raus und unternehmt was im Mai. Und dann, sehr wichtig, habe ich ja schon erwähnt, Mars im Trigon zu eurer Sonne. Das ist eine sehr schöne, angenehme Energie, wo vieles für euch fluppt und fließt. Ja? Mars bringt ja so Schwung und steht in den Zwillingen sehr intellektuell, das heißt, es wird euch auch geistig anregen und das mögt ihr ja. Und dieses schöne Trigon, das bekommt die erste Dekade vom 1. bis 10. Mai, die zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade vom 27. Mai bis 3. Juni, also so ähnlich wie die Venus-Aspekte dann auch. Und insofern ist das schon sehr, sehr prickelnd für die Wassermanngeborenen. Also wenn ihr Single seid, glaube ich nicht, dass ihr im Mai alleine bleiben werdet. So, dann haben wir auch den Merkur noch im guten Aspekt zur Wassermannsonne. Und der wird ja dann am 3. wieder direktläufig am 3. Mai. Und das Ganze eben hier in Konjunktion mit Uranus, dem Planeten der geistigen Eingebung und des Internets, habe ich ja anfangs schon erwähnt. Deswegen ist es toll, Internet-Dating, solche Sachen, wenn ihr da keine Scheu vorhabt, dann habt ihr da gute Chancen, auf diesem Weg interessante neue Leute kennenzulernen. Und diese Konstellation bleibt bis zum 16. Mai, dann wechselt der Merkur das Zeichen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ach genau, ich habe hier am 2. Mai schon einen Top-Tag für euch gefunden, der sehr prickelnd ist, weil nämlich dann der Mond hier bei euch im Partnerhaus ist und die Venus aktiviert. Und dann, während er durchs Zeichen Löwe geht, auch die wilde Lilith aktiviert, den Mars aktiviert. Also das ist eine sehr prickelnde Flirt-Energie oder eben auch um was Schönes, Kreatives zu unternehmen. Das wird euch bestimmt gefallen, auch wenn es nur ein Dienstag ist. Genau. Dann haben wir am 7. einen Top-Tag für euch, das ist ein Sonntag. Und da habe ich aufgeschrieben, Körper, Seele, Geist, Austausch auf allen Ebenen.
Also hier, da stehen eben auch die ganzen Liebes- und Inspirationsplaneten, alle super zur Wassermannsonne. Seht ihr hier an den ganzen blauen Aspekten, alle Planeten in guten Aspekten zu euch. Nur die Sonne ist ein bisschen in Spannung. Das habe ich ja gesagt, ist vielleicht der Ehepartner, der einen Frühjahrsputz will und ihr habt gar keine Lust. Aber sonst alles super und das besonders eben an diesem Sonntag. Ob ihr da raus wollt oder verreisen wollt oder ob ihr Sex haben wollt. Oder ob ihr was Kreatives machen wollt oder was Geistiges machen wollt. Es funktioniert alles sehr, sehr gut an dem Tag. Genau. Der Vollmond, der spielt sich jetzt für euch ab auf der Achse 4. Haus, 10. Haus. Das heißt hier Familie und Beruf. Vielleicht so ein Thema und kann euch Erkenntnisse bringen, was euch da jetzt wichtig ist. Was wollt ihr investieren in euer Heim und in eure Familie? Was ist euch wichtig im Beruf? Das könnte unter diesem Vollmond so ein bisschen ans Tageslicht kommen oder auch ans Nachtlicht, je nachdem. Der Vollmond ist ja in der Nacht. Und vielleicht erkennt ihr dann auch, wie wichtig für euch die Wurzeln sind, die ihr habt, um eben auch in der Karriere voranzukommen. Genau. Ja, dann macht ja am 11. und 12. der Mars diese interessanten Aspekte. Einerseits hier diese Spannung zu Neptun, der für euch im zweiten Haus steht. Neptun im 2, das ist so ein bisschen so eine Laissez-faire-Haltung mit dem Geld. Da neigt ihr dazu, so Geldthemen zu verdrängen oder zu hoffen, dass sich die Dinge von alleine regeln. Oder es kann auch passieren, dass leise das Geld irgendwo versickert und ihr wisst nicht genau wo. Also wenn ihr da so ein Problem habt mit Neptun, das kann manchmal ein Leck in den Finanzen anzeigen, dann müsst ihr einfach mal ein Kassenbuch führen und mal genau durchrechnen, was da los ist. Und mit diesem... Und, aber dieser Aspekt jetzt hier mit Mars, der geht aber ins 5. Haus. Das 5. Haus, da ist ja wieder Sex und Lebensfreude. Das heißt, hier könnte es einfach sein, dass ihr, um was Schönes zu unternehmen, um Freude zu haben, einfach Geld ausgebt, was ihr vielleicht nicht habt. Oder eben mehr Geld ausgebt, als ihr wolltet. Besonders eben, weil es hier auch noch ein schöner Aspekt zu Jupiter ist, hier im 9. Haus. Vielleicht habt ihr Lust zu verreisen, einen Kurztrip zu unternehmen in dieser Zeit. Und dann sagt ihr, ach, egal, was es kostet. Und hier ist eben einfach die Gefahr, dass man da sich finanziell etwas übernimmt oder einfach nicht drauf achtet. Am besten, wenn ihr sowas vorhabt, legt ihr euch einfach vorher ein Budget fest, ja? Dass man einfach vorher schon weiß, wie viel man ausgeben kann. Oder nur Bargeld mitnehmen, alle Kontokarten zu Hause lassen. Und wenn es alle ist, ist eben nichts mehr da. Das wäre in dieser Zeit ein ganz guter Tipp. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine sehr, sehr schöne Phase ist für euch. Und dass diese Aspekte, auch wenn sie eben ein bisschen schwierig sind, auch sehr viel Inspiration für euch bringen. Am 12. ist nämlich dann auch schon gleich ein Top-Tag, wenn nämlich der Mond hier oben die Lilith aktiviert. Das heißt, alle diejenigen von euch, die sich für dieses Göttinnen-Thema interessieren, dürften dann sehr, sehr inspiriert sein. Hier die Göttinnen bilden alle Aspekte zueinander. Lilith, Mond und Venus sind hier sehr schön aspektiert. Dann eben gleichzeitig hier der Mars, der im guten Aspekt zu Jupiter steht. Also das ist schon sehr schön. Wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, dass es nicht zu viel Geld kostet, was auch immer da passiert. Aber ihr seid super inspiriert. Genau. So, dann haben wir am 16. Mai ja den Übergang von Merkur, der dann in den Stier geht und damit auch in euer 4. Haus ein bisschen in Spannung zur Wassermannsonne. Also da kann es auch einfach wieder sein, dass da Gesprächsbedarf herrscht in der Familie und ihr habt vielleicht nicht unbedingt Lust, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ihr müsst. Das wäre so das Quadrat. Und das ist aber dann am Ende doch so, dass es sich lohnt. Genau. Ja, und am 19. beginnt dann diese heiße Phase mit den Venus-Aspekten. Aber die ist für euch auch, würde ich beinahe sagen, überwiegend positiv, weil ja die Venus gut steht zur Wassermannsonne und dadurch wieder ganz viel Bewegung reinkommt. Venus-Jupiter, tolle Begegnung, tolle Flirts, vielleicht auch auf Reisen, super schön. Oder ihr Wassermänner seid ja immer neugierig und bildet euch fast immer fort. Also und selbst wenn es nur Recherchen im Internet sind, also von daher ist das eine sehr anregende Konstellation für euch. Und diese Spannung könnte bedeuten, in die die Venus ja dann läuft mit dem Pluto, die könnte aber bedeuten, dass vielleicht Umstände, die ihr gar nicht kontrollieren könnt, Pluto steht im 12. Haus für euch und es agiert dadurch so ein bisschen aus dem Hintergrund, die könnten jetzt eure Pläne durchkreuzen. Also dann habt ihr hier erstmal schöne Pläne gemacht, hier am 19. mit dieser tollen Konstellation.
Und dann kommt hier irgendetwas Geheimes aus dem Hintergrund, was Unerwartetes, womit ihr nicht gerechnet habt. Und dann müsst ihr die Sache eventuell wieder über den Haufen werfen. Oder eben, wenn ihr euch verliebt habt, dann zeigt sich, vielleicht habt ihr dann auch euch in Bad Boy verknallt und dann zeigt sich eben, dass er noch eine andere Agenda hat. Also das kann halt passieren in dieser Zeit. Genau. So, jetzt nochmal zu, ja, am 20. Geht dann die Sonne ins Zeichen Zwillinge, was auch eine gute Nachricht ist für euch, denn damit steht sie dann einen ganzen Monat in einem super Aspekt zur Wassermannsonne und bringt neuen Schwung ins Haus der Lebensfreude. Und dort findet dann auch der Neumond statt. Am 25. ist das auch. Und das heißt, da geht es dann wirklich darum, wie könnt ihr die nächsten 4 Wochen so gestalten, dass ihr möglichst viel Lebensfreude habt oder vielleicht noch mehr als bisher schon. Auf jeden Fall steht das sehr schön zu eurer Sonne. Und dann kommt ja noch dieser tolle Aspekt, wo dann die Venus in dieses große Trigon läuft, in diese Konstellation, die ihr hier seht, dieses blaue große Dreieck. Und das sind alles wiederum Faktoren, die günstig zur Wassermannsonne stehen. Das heißt also, es kann sich trotz eventueller Querelen dann ein Happy End ergeben für euch. Der Mondknoten steht dann bei euch im Partnerhaus, bildet einen super Aspekt sowohl zu Venus als auch zu Uranus, der euer Herrscher ist. Und dann eben zum Saturn, der auch sagt, wenn ihr es klug anfangt, dann kann diese Beziehung oder Begegnung, die ihr jetzt begonnen habt, wirklich auch etwas Bleibendes werden. Also insofern hat der Monat für euch einen sehr, sehr vielversprechenden Ausklang. Ja, auch wenn sich hier vielleicht ein Freund, Saturn im Haus der Freunde, kritisch äußert und vielleicht nicht einverstanden ist mit dem, was ihr da tut, glaube ich, dass es letztendlich für euch gut ausgeht und dass ihr Grund habt, auf jeden Fall euch auf den Monat zu freuen und besonders eben auf das Monatsende. Ja, meine lieben Wassermanngeborenen, soweit eure Konstellationen im Mai. Genießt sie. Und wenn ihr vielleicht ein individuelles Horoskop braucht für euch selbst, weil ihr vielleicht feststellt, es stimmt doch nicht alles, ich müsste mal wissen, welche Planeten bei mir noch wie wo was stehen, dann bucht doch einfach eine Beratung bei mir. Ihr könnt euch auf meiner Webseite umschauen, da habe ich alles ganz genau beschrieben, auch welche Extras ihr noch dazu buchen könnt und könnt dann auch die Beratung direkt buchen und bezahlen. Das habe ich jetzt alles so eingerichtet. Und dann kriegt ihr von mir eine E-Mail und wir vereinbaren einen Termin. Da würde ich mich freuen. Genau, und jetzt zur Verlosung. Es gibt diesen Monat wieder 15 Minuten Kurzberatung zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Wenn ihr da mitmachen wollt, postet mir doch bitte einen netten und anregenden Kommentar hier auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Gleich hier hinklicken bitte. Dann habe ich im Mai auch wieder einen Akademietermin. Es gibt am 6. Mai einen Kurs zu Techniken des Partnervergleichs und des Liebeshoroskops. Ist vielleicht auch ganz spannend für euch. Und außerdem noch ein paar Videotipps und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.